wenn nicht in solchen Spielen? Das war genau das Spiel, wo man zeigen kann, dass man will und dass man kann. Und beides habe ich nicht hundertprozentig gesehen. Ich glaub, genau, du sagst es. Selbst wenn man will, können sie im Moment einfach nicht. Eben. Das ist, glaube ich, die Sache. Aber das liegt an unterschiedlichen Sachen. Ich glaube, die Mannschaft ist halt auch einfach ein bisschen vielleicht genervt oder ermüdet davon, dass sie immer wieder, sich neu aufstellen muss und immer wieder Leute dazukommen. Keine Ahnung, das ist halt ein schwieriges Konstrukt innerhalb von so einer Mannschaft. Das kann man von außen schlecht sehen. Aber natürlich, ich finde es auch, wenn ich sowas lese, denke ich mir auch, Leute, so einen Scheiß will ich nicht hören. Ja. Aber Durchhalteparolen. Natürlich. Ja, aber das ist doch erbärmlich, tut mir leid. Also gefallen finde ich daran auch nicht. Das Schlimme ist doch, dass man muss es erstmal akzeptieren. Ja, aber das Schlimme an der ganzen Geschichte ist doch, dass es sind ja gerade die treuen Anhänger, diejenigen, die auch ein bisschen fußballerisch sich beschäftigen und die auch wirklich auch gerade Eberl in den Jahren auch immer wieder den Rücken freigehalten haben für seine Entscheidungen, die das auch argumentativ im Umfeld auch verteidigt haben und unterstützt haben. Genau die sind es doch, die jetzt durch solche Sachen eigentlich gegen den Verein aufgebracht werden, weil die eigentlich sachliche argumentieren auch zum Teil, was läuft falsch. Wenn wir mal mit dieser medizinischen Geschichte anfangen, wollte ich jetzt mal kurz unterbringen, ja. Man kann sich doch die Slapstick-Artigkeit von Sachen wie mit Westergaard, dann findet man da einen alten, verheilten Bruch in seinem Fuß und stellt einfach mal so fest oder verkündet offiziell, dass es ein Mittelfußbruch ist und er steht anderthalb Wochen später mit so einem kleinen Kapselriss oder so wieder auf dem Platz. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs von dem, was da falsch gelaufen ist im Medizinmanagement. Dann hast du eine Spitze des Eisbergs, was den Kader angeht. Dass du mittlerweile einen Patrick Herrmann nicht mehr so ernst nehmen kannst, wie er vielleicht von seinem Namen her ist. Dass du die Hälfte des Kaders nicht zur Verfügung hast. Und dass du spielst, als wüsstest du einfach nicht mehr, wo es überhaupt hingehen soll. Das ist doch alles nicht mehr im Plan. Da ist doch kein Konzept zu erkennen gerade in diesem Moment. Nö. Das sind nur Baustellen. Ich würde mir sowieso auch überlegen, wenn man genau sieht, dass so Spieler wie Herrmann und auch Hazard im Moment einfach die Leistung nicht bringen können. Ich meine, Dieter Hecking hat auch bei Wolfsburg schon gezeigt, dass er junge Spieler mal vorantreiben kann. Ich weiß nicht, ob man vielleicht mal einen Jungen irgendwie einfach ins kalte Wasser wirft oder ein bisschen. Problem ist, wir haben in der Defensive nicht so viele Nachwuchstalente. Und in der Offensive haben wir nicht so viele. Und in der Defensive kommen sie ja schon zum Einsatz. Ja, oder sonst mal, weiß ich nicht, einfach ein bisschen rotieren. Vielleicht mal nochmal Cuisance auf den Außen probieren und dafür was auf der Doppel-6 ändern. Keine Ahnung. Ich bin nur der Meinung, man sollte halt mal versuchen, was zu ändern und gucken, dass es irgendwie einen frischen Impuls bringt. Weil ich glaube, im Moment so geht es halt nicht weiter, beziehungsweise es geht dann einfach nur so weiter, wie es gerade läuft. Und das ist, glaube ich, für alle unbefriedigend. Ich wollte sagen, also wir... Aber warum sagt man das denn nicht einfach? Das ist doch der Punkt. Warum sagen die das denn nicht? Warum sagen, genau das ist doch, das fühlen wir doch alle. Wir wollen ja niemandem jetzt hier an die Wäsche oder so. Es geht doch einfach nur darum, dass man das Gefühl bekommen will, wir haben verstanden, das läuft gerade nicht und wir sind damit nicht zufrieden, was da in Mainz gespielt wurde. Das ist alles verständlich und alles verzeihlich. Niemand nimmt das ja übel. Aber warum sagt man nicht, wir sind im Moment nicht in der Lage dazu? Warum redet man sich das schön? Das ist einfach. Die Frage ist doch, wer tut denn das? Ja, wer tut das? Ja, Spieler und die Verantwortung. Nein, das ist schon klar, natürlich. Aber welcher Bundesligist tut das denn? Natürlich stellt sich Peter Stöger, nachdem er 6-0 abgefertigt wurde, stellt sich dann dahin und sagt, es ist nicht okay, was wir gespielt haben. Kann man nachvollziehen. Das ist aber auch nicht glaubwürdig, wenn man sagt, na ja, gut, war ja eigentlich in der ersten Halbzeit schlecht, aber in der zweiten haben wir ja nur ein Tor kassiert. Das machst du nicht. Und das haben die Verantwortlichen bei Borussia im Übrigen aber auch nie gemacht. Also auch in der Zeit, als es gut lief, immer tief gestapelt, in der Zeit, wo es schlecht lief, auch da immer relativ ruhig nach außen kommuniziert, versucht, ein einheitliches Bild zu halten. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist absoluter Quatsch im Grunde genommen. Im Grunde genommen sollte man mal, und ich glaube, dass das intern aber auch passiert. Das ist halt die große Frage. Dass man die Dinge tatsächlich mal adressiert, dass was man das auch bespricht. Ich glaube, dass die Kommunikation im Verein unter den Verantwortlichen aber immer so gut war, dass das geschieht. Ja, aber und wenn es nicht der Fall war, was ich von außen schlecht beurteilen kann, selbst wenn es nicht der Fall ist, dass man es jetzt zumindest mal tut, aber nach außen, glaube ich, wirst du das kaum erleben. Der Einzige, der es vielleicht mal kommunizieren wird, weil eben da auch die Emotionalität dann vielleicht ein bisschen mitspielt, ist Eberl, der vielleicht mal hingeht und dann sagt, naja, optimal war das jetzt auch nicht, was wir da gespielt haben. Ja, aber genau das ist es ja. Ich meine, du sagst es richtig, die Emotionalität, die ist sowohl bei Eberl als auch bei Hecking gegeben,
nach außen versuchen sie immer die Kontenance zu wahren, was auch aus meiner Sicht in Ordnung ist, aber wir hatten das Thema ja auch jetzt schon seit Wochen, dass man mal hören möchte oder dass auch die Fans hören möchten, wie es halt ist. Wirst du Zweifel nicht erleben. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, aber ich glaube, das ist halt mein Problem, glaube, es trifft die Falschen dann. Es trifft dann die Falschen. Ist es halt, glaube ich, so, dass ein Eberl oder auch Dieter Hecking mal da ordentlich auf die Kacke hauen können. Ich glaube, auch in der Mannschaft zum Beispiel kann es auch mal sein, dass das Stindl da irgendwann der Kragen platzt. Ja, aber was Ginter zum Beispiel, ja? Ginter ist auch so ein Kandidat. Er hat letzte Woche gesagt, es gibt Probleme in der Mannschaft. Er hat seine Kollegen ungewöhnlich hart eigentlich in die Pflicht genommen, als er gesagt hat, da muss man eben auch dem Fußball alles unterordnen. Und ich vermisse ein taktisches Konzept bei uns. Also das ist ja das, was er in wiederholten Interviews jetzt gesagt hat. Wenn das ein Nationalspieler, ein erfahrener Mann, der seit Wochen einer der absoluten Leistungsträger ist, sowas sagt, dann ist das ja, eigentlich, das ist alarmierend eigentlich. Aber auch das personelle Gefüge in der gesamten Mannschaft ist natürlich auch immer ein Faktor. Da hat niemand Einblick, weil wer weiß denn, vielleicht mag sich die Hälfte der Mannschaft nicht gegenseitig. Das kann sein. Das kann auch erklären, warum die dann so ein Mist auf dem Platz das oder eher gesagt. Das ist ja eigentlich, ich würde ja fast eher sagen, umgekehrt. Dass das ist so eine die berühmte Wohlfühler-Oase, von der immer gesprochen wird. Dass es eher fehlt daran, dass mal jemand mal ein bisschen zündelt da, um auch die Leute zu pushen. Ich weiß auch selber, und wenn man ja mal sich darüber Gedanken macht, ist das ja auch nur sinnvoll, wenn Spieler über Wochen benachteiligt oder bevorzugt vom Trainer werden, von den anderen und besonders von denen, die dann darunter leiden, gibt es natürlich auch böses Blut wahrscheinlich, wo dann vielleicht die Spieler nicht direkt dafür können, aber eher der Trainer, weil er Entscheidungen trifft, die nicht ganz nachvollziehbar sind. Aber das gab es und ja sowas, kaum Konkurrenzsituationen gab es. Naja, ich denke jetzt mal an Grifo und Hofmann. Ist nur eine Sache. Das ist tatsächlich eine Personalie, aber nicht im Zentrum der Mannschaft. Darauf kommt es nicht an. Aber wenn einer sagt, ich bin unzufrieden und ist dann auf den anderen Spieler und dann hat er vielleicht Freunde, die es dann genauso sehen, also in der Mannschaft, also ich will sowas nicht ausschließen, dass es auch vielleicht in der Mannschaft sowas gibt. Es gibt ja in jedem Gefüge, ich sag mal, das ist auch ganz normal. Knapp 30 Leute, denke ich mal, aufeinander sitzen. Klar. Gibt es immer mal rein. In der Schulklasse. Das ist ja nichts anderes. Das ist ganz normal. Der eine mag den anderen lieber als den anderen und die anderen mögen sich untereinander nicht oder ähnliches. Das wird sicherlich der Faktor sein. Ich glaube aber, dass das tatsächlich bei Borussia noch nicht mal das große Problem ist. Ich glaube, dass die schon miteinander klarkommen. Ich glaube, dass es aber vom Charakterlichen her an Spielern fehlt, die vielleicht auch mal einige mitreißen und mal sagen, pass auf, so geht's ja eigentlich nicht, so kannst du nicht auftreten. Ist ja auch eine alte Diskussion. Ich sage immer so, ja, grundsätzlich wünscht man sich den einen oder anderen, der genau sowas mitbringt, durchaus mehr in der Mannschaft. Auf der anderen Seite hat man aber auch gesehen, gerade auch in der Ära Favre, wo alles eben einem sehr, sehr starken System untergeordnet wurde, dass gerade diejenigen, die still führen, und dann gleichzeitig aber auch ihre Leistung bringen, dass das genauso funktionieren kann. Ich sehe im Moment weder das eine noch das andere. Ich sehe wieder ein anderer Trainertyp wieder. Ja, natürlich. Ich glaube, das liegt aber auch einfach am sportlichen Erfolg. Wenn du gewinnst, dann ist der eine niemals böse auf den anderen, weil er irgendwie 20 Minuten mehr gespielt hat und was weiß ich. Aber besonders, wenn es dann schlecht läuft, dann denkt man sich vielleicht, ja, hätte ich jetzt besser gemacht. Warum darf ich nicht? Ja, möglicherweise ist das. Und ich meine, wenn man sich mal die Social-Media-Kanäle unserer Spieler anguckt, da gibt es die Grüppchen. Da hängt dann Grifo mit dem Ginter häufiger ab, mit den Frauen jeweils und der Hofmann mit seinen wie heißt das da, der Ecke, Speyer da, der Ecke. Genau, sowas. Also, wie gesagt, ich will jetzt auch gar nichts unterstellen und ich weiß da auch nichts, ob sowas, aber es gibt hundertprozentig Grüppchen und wer weiß, dass denn intern auch einfach da Streitigkeiten sind. Weil wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße und jeder ist irgendwie mit seiner Situation unzufrieden und das ist dann natürlich extrem schlecht für die Chemie auf dem Platz. Okay, was machen wir denn jetzt aus der ganzen Geschichte? Saison zu Ende laufen. Eingehend analysieren. Ich glaube, wir können da von außen auch, ja, wir können uns das anschauen, wir können dazu unseren Dampf ablassen, sage ich mal, aber ich weiß nicht so wirklich, ob wir da ein Konzept hätten, es zu ändern. Ich kann es dir nicht sagen. Du kannst ja nicht das gesamte Mannschaftsgefüge inklusive Sport. Aber wir sind uns doch einig, dass grundlegend was hinterfragt werden muss. Ja. Weil diese Rückrunde ist, aus welchen Gründen auch immer, es kommt vieles auch von außen rein. Ich habe es eben schon gesagt, es ist nicht hier so ein reines jetzt irgendwie Bashing von einzelnen Verantwortlichen, aber es ist einfach
nicht der Anspruch von Borussia Mönchengladbach. Selbst wenn man sagt, wir wollen einstellig spielen, so eine Bilanz, die wir derzeit haben, und dann gleichzeitig diese spielerische Komponente, die in den meisten Spielen fehlt, das ruft doch dazu auf, eine Generalanalyse dieser ganzen Geschichte zu machen und wirklich wesentliche Dinge zu ändern in der Zukunft. Ich glaube auch, dass das passieren wird. Ob wesentliche Dinge deshalb geändert werden, das weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Ich muss mich jetzt zurückentsinnen, wann es das unter der aktuellen sportlichen Leitung wohlgemerkt, wann es da jemals wirklich... Ja, dass man Favre geholt hat. Trainer war sehr, sehr speziell, der hat alles auf seine persönlichen Sachen... Aber wann hat es denn mal so eine große Umwälzung gegeben, dass man gesagt hat, man hat mal... Ja, nach Abstiegen. Nach Abstiegen, aber nur, wir reden, also unter der derzeitigen sportlichen Leitung habe ich das eigentlich noch nicht erlebt. Ich weiß auch nicht, ob das Patentrezept dann wäre. Ich glaube, dass man an zwei, drei Ecken was tun muss. Das wird man tun. Ja. Definitiv. Ja, was sagst du denn zu dem, das passt ja zu dem, was ich auch gelesen habe in Foren, nach dem Motto, man verwaltet im Prinzip dass die immer noch die Reste der Ära Favre, schon seit mit Schubert, schon jetzt weiterhin, und hat eigentlich keine neue und setzt nicht die notwendigen neuen Akzente, weil die Ära ist vorbei. Favre war nicht fehlerlos, aber er hat uns eine beispielslose Struktur gegeben, die jetzt immer mehr verloren geht, und man hat noch keine neuen Trainer gefunden. André Schubert wollte das und war dazu nicht in der Lage. Dieter Hecking ist nicht der Trainer, der so arbeitet, der ganz klar hinkommt und diesem Verein eine unverkennbare Philosophie geben will. Das ist auch ein Luxus, den man unter Favre hatte, den wir auch so sehen müssen wie ein Luxus. Aber muss man nicht trotzdem jetzt einen klaren neuen Akzent setzen, egal mit wem? Ja, aber ich glaube, die Akzente, die Favre gesetzt haben, sind ja eher fußballtechnisch, spielerisch gewesen. Und ich weiß nicht, ob... Er hat sich ja in seiner Niederlagenserie auch ausgespielt in gewisser Weise, dieses spielerische Konzept. Deswegen musste vielleicht da sowieso schon was Neues her. Und ich finde einfach, dass er den modernen Fußball, wie er gespielt wird, mitgeprägt hat und auch natürlich auch von Barcelona etc. sich sicherlich auch, Inspiration geholt hat. Aber man muss jetzt was Neues entwickeln. Und ich meine, wir spielen jetzt auch teilweise mit dieser Dreierkette oder Fünferkette oder wie man auch immer das nennen will. Es muss halt nur richtig umgesetzt werden. Und das Spielermaterial muss da sein und auch bereit dafür sein. Ich glaube halt eigentlich nicht, dass Borussia so viel falsch macht und auch nicht unbedingt dem hinterherläuft. Okay. Also was in jedem Fall ein Problem ist, das muss man ganz klar so sehen, ist, dass man jetzt die zweite Saison hintereinander mit dem internationalen Geschäft nichts zu tun hat. Genau. Und das ist tatsächlich, ich sage es mal so drastisch, wie ich sehe, ich finde das katastrophal, weil das im Grunde genommen nämlich dazu führt, dass du den Anschluss verlierst. Du verlierst den Anschluss, du bist zwei Jahre hintereinander nicht an den Geldtöpfen beteiligt. Naja, aber das glaube ich nicht. Du bist aber zwei Jahre hintereinander auch nicht im Gespräch. Man gibt aber dafür dann die Kohle für Infrastruktur aus, mit der man dann wieder auch ohne den sportlichen Erfolg sich finanziell gut besser platziert als ein Großteil der anderen. Das ist ja eine Frage des wirtschaftlichen Konzepts. Das ist ja einwandfrei, gehe ich von aus. Nur, alleine, dass du als Verein auf internationaler Bühne, auch bei anderen Vereinen insgesamt in Europa im Gespräch bist, alleine das bringt dir schon so viel. Bringt über die TV-Einnahmen viel Geld, bringt über das Interesse am Verein viel Geld. Klar, und auch Interesse an den Spielern, sicherlich. Natürlich. Ja, klar. Aber ich glaube, Borussia wirtschaftet so, dass sie nicht abhängig davon sind, dass man international spielt. Aber du bist auch viel attraktiver für junge Spieler als Verein. Ich habe gestern noch mit meinem Vater da gesessen und wir haben noch darüber nachgedacht, wann ist das letzte Mal jemand aus der eigenen Jugend nochmal hochgekommen und so weiter und so fort. Und dann sagte mein Vater auch zu mir, ja gut, aber das machen jetzt alle so. Ja. Alle sind auf den Zug aufgesprungen. Das heißt, du musst als Verein dann tatsächlich mehr bieten, als ein tolles Jugendinternat, was wir ohne Zweifel haben. Aber deshalb sage ich, und deshalb ist eigentlich das Dransein an den internationalen sportlichen Aktivitäten ist meines Erachtens super wichtig, um als Verein weiterzukommen und vielleicht auch irgendwann den nächsten Schritt zu machen. Und ein Indikator dafür, dass es ja alles jetzt nicht so flutscht, wie es mit dem entsprechenden sportlichen Erfolg flutscht, ist, wir haben noch keinen Transfer für die neue Saison fix. Die tollen Transfers, die unsere Mannschaft in den letzten 4-5 Jahren geprägt haben, mit Kruse, mit Traoré, Hahn, Stindl, also alles diese Leute, die man eigentlich wirklich clever aus Verträgen rausgekauft hat oder mit Ausstiegsklauseln genutzt hat, denen wirklich eine klare Perspektive bieten konnte. Das ist nicht passiert. Wir stehen jetzt in der absoluten Endphase der Saison, haben noch keinen Namen, auch in unseren Kreisen, was man so hört, wir hören keine konkreten Namen, den man vielleicht irgendwie an der Angel hätte oder so.
das wird dauern, bis da wahrscheinlich Leute kommen. Eventuell sitzen wir hier noch in der Vorbereitung und kriegen spät wieder Leute dazu. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz dann in diesem fehlenden sportlichen Erfolg. Wegen solche Prozesse zäher, Leute zu holen. Ja. Und du hast am Ende ein deutlich höheres Risiko auch in der neuen Saison. Ich gebe Michael recht. Ich glaube nicht, dass diese zweite Saison ohne internationales Geschäft uns komplett abhängen wird. Das glaube ich nicht. Aber wir müssen jetzt umso klüger im Sommer arbeiten, weil ansonsten ist es wirklich vorbei und dann sind wir bald wieder 12, 13, 14. Das glaube ich, wird nicht mehr passieren. Außer wenn man ganz kapital sich ganz schlecht wirtschaftet. Man wird sich jetzt auf Dauer so etablieren, dass man immer um international spielen kann. Weil ganz ehrlich, wenn es wirtschaftlich alles so einschlägt, wie es soll und das Jugendinternat auch so vergrößert wird und Borussia auch mehr Einnahmen durch Museum, Hotel, was weiß ich alles. Und das macht einen Verein auch attraktiver. Und ich glaube, da wird man immer die Möglichkeiten haben. Natürlich muss sich das aber natürlich auch irgendwann mal auf den Platz ummünzen lassen. Also die Gefahr tatsächlich, dass wir dann auf so 12, 13, 14 Plätze abstürzen oder ähnliches, die sehe ich auch nicht. Weil da sehe ich ganz andere Vereine, die auch wirtschaftlich deutlich schwächer sind. Gut, aber wir spielen eine Rückrunde, eine Rückrunde, wo wir da stehen. Keine Frage. Und das ist die zweite Runde in den letzten 2 Jahren, von den 4 Runden, die wir gespielt haben, stehen wir jetzt zum zweiten Mal, spielen wir eine Runde, die Abschiedskampf bedeutet. Keine Frage. Aber das ist viel zu wenig. Ich sehe die Gefahr deshalb nicht, weil die wirtschaftliche Stärke ist schon da. Das sehe ich schon so. Also an der Stelle gebe ich dir absolut recht. Wie gesagt, für mich ist das entscheidende Kriterium immer, dass man eben sportlich auch attraktiv ist für die Spieler. Ne? Und ja. Natürlich, das Hotel ist, ich finde das toll, ich finde das super, ich finde das faszinierend, wenn man sieht, wie es wächst und es wird sicherlich wirtschaftlich auch sehr erfolgreich sein. Nur das interessiert einen Spieler, der zu Gladbach kommt. Ach, ich weiß nicht, wenn du dir vorstellst, jemand kommt mal irgendwie zu einem Termin in den Borussia-Park und da ist da diese komplette Geschichte gebaut worden, das hat dann, glaube ich, schon einen ganz speziellen Flair. Da können viele Vereine wahrscheinlich nicht so unbedingt mithalten. Aber du hast natürlich recht. Ich glaube, primär ist natürlich für einen jungen Spieler oder für einen Spieler, der auch was erreichen will, wichtiger, ja. wo du stehst. Das Aber ich meine, Stindl und was weiß ich, wen man alles vorher geholt hat, bevor man so erfolgreich war, sind auch gekommen. Weil sie auch sehen, dass in dem Verein was passiert und das, was nach vorne geht. Weil ich ja auch an junge Spieler denke. Ja, klar. Ja, für die Gladbacher ein attraktives. Und also ich weiß nicht, ob jetzt Eintracht Frankfurt, selbst wenn die in die Champions League kommen würden oder was weiß ich, ob die dann so viel attraktiver sind. Nee, glaube ich. Dauerhaft. Ich glaube nicht. Das liegt aber an der Historie auch. Ja, also dann nehmen wir doch was Positives mit. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit gucken, deswegen ich unterbreche euch da ungern. Aber ich sag mal so, ihr habt jetzt noch mal so einen kleinen Hoffnungsschimmer sozusagen mitgebracht. Weil im Moment, ich glaube, das wird auch deutlich, ich bin im Moment auch ein bisschen, was das angeht, eher skeptisch. Einfach weil ich so bestimmte Indikatoren sehe, die mir im Moment nicht das Gefühl geben, wir haben verstanden und wir setzen das entsprechend um. Ja, aber so. Wie gesagt, sportlich und wirtschaftlich sind zwar eng miteinander verbunden, aber geben trotzdem auch unterschiedliche, wie soll ich sagen, Möglichkeiten und Impulse. Und sportlich ist momentan einfach Kacke, das muss man natürlich so sagen, aber das kann man auch korrigieren wieder. Und ich glaube, Borussia hat auch die wirtschaftliche Stärke und auch im Verein die Stärke, das zu tun.